Hallo zusammen und willkommen zurück bei Titanfall 2. Wahrscheinlich die letzte Folge jetzt. Und wir werden in unseren neuen, besseren, ich weiß nicht, ob er besser ist, aber ja, neueren PT einsteigen. Mit ihm gemeinsam auf Schlachtfeld. Cooper, ich greife die IMC mit allem an, was wir haben. Aber das wird nicht reichen, um die Faltwaffe zu stoppen. Sie müssen in ihren Kontrollraum. Commander Briggs an alle Gefechtsstationen. Unterstützungsfeuer für Cooper und PT. Geben Sie ihnen Deckung. Dann wird gemacht. Auf den Hügel, Cooper. Wir geben ihnen Feuerschutz. Jawohl. Oh, hi. Zerquetsche euch. Erfasse Ziele. Feuer. Falco her. Wow. Mann, die kracht alles zusammen. Und ich bin schuld. Vielleicht solltest du den Beruf wechseln. Pilot. Ich zerquetsche jetzt einfach alle. So, da sind Titanen. Kritischer Schaden. Warnung. Erfasse Ziele. Wenn du mich töten könntest, hättest du es längst getan. Nahkampfmodus? Moment. Nahkampfmodus. Warnung. Warte, ich brauche eine Batterie. Ja, ja. Ich versuch's ja gerade. Ich kann. So, ich habe unten eine Batterie gesehen. Moment. Aber ich stand gerade mit G, komme ich in den Nahkampfmodus. Okay. Das mit dem Nahkampfmodus habe ich noch nicht ganz begriffen, wie das funktioniert, aber. Warnung. Ich hol mir ganz schnell die Batterie noch von dem. Verdammt, die ist da oben. Ich komme da nicht hoch. Oh doch. Ist nicht ausgegangen. Eine Batterie. Batterie. Achso, ich bin voll. Okay. Okay. Die Stockton meldet sich nicht mehr. Lagerbericht. Los! Hier Captain Landegger von der Rutledge. Die Stockton stürzt ab. Weiter geht's. Na ihr? Commander Briggs, hier ist Gates von der 6-4. Sind wir zu spät? Sie kommen genau rechtzeitig, Gates. Wie viel Saft haben Sie noch in der Malta? Mehr als genug. Keine Sorge, Cook. Wir sichern Sie. Zielerfassung online. Was bereit? Ach, so geil. Ziel erfasst! Feuer! Noch nicht vorbei, Schlose. Feuer frei! Feuer! Komm schon. Du kannst dich nirgends verstecken. Einheiten zerstört. Nein, du! Wow. Danke! Fall. Komm. So. Jetzt sind sie auf sich allein gestellt. Okay. Okay, ich muss da rein, alles klar. Schon? Wir haben die Lade. Wir müssen unbedingt verhindern, dass die IMC die Faltwaffe aktiviert. Wenn wir versagen, wird der Milizplanet Harmony zerstört. Wir
schaffen das. Bitte. Keine Panik. Oh Mann, voll das Massaker hier. Aber zu Recht. Das sind die bösen Jungs. Die haben sich dann das verdient. An alle IMC-Mitarbeiter, General Marder hier. Die Söldner haben die Lade geliefert. Faltwaffe bereit machen. Initialisiere vorläufige Faltwaffenenergiesysteme. Aktiviere Zielerfassungsresponder. Nein, das machst du jetzt nicht. Koordinaten Milizplanet Harmony. Nein! Initialisiere Zielerfassungssysteme. Harmony. Koordinaten eingelesen. Hört auf damit, verdammt. Ich beeil mich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Vorsicht, Mann, voll, sorry. Das brauche ich nicht. Bitte. Geht doch aus dem Weg, ich will euch doch nicht. Mann. Komm ich da vorbei? Achso. What the fuck, sorry. Ich hoffe, das hat keiner gehört. Wir haben ihr Geld, Bliss. Oh, gehen Sie jetzt. Ab jetzt übernehmen meine Truppen. Endlich unternehmen die mal was. Okay, ich dachte schon, ich muss gegen die kämpfen. Slow. Behalten Sie die Beute. Du bist kein Gegner. Den Job mache ich umsonst. Du bist der Grund, warum die Team kaputt geworden ist. Ich hasse dich. Hier wird kein Held mehr, Kleiner, nur noch Fack sein. Stufe 2 der Vorbereitungssequenz der Faltwaffe abgeschlossen. Koordinaten erfasst. Freeport-System. Zielplanet. Harmony. Mann! Verdammt. Ich in meiner Schicht. Einheiten zerstört. Und wie ich dem entkomme, haha! Was? Stirb! Mann, warte sich mal weg! Zeitwaffe nähert sich Stufe 4. Ringimpuls bei 97%. Komm schon, bring mir's hinter uns, du Schwachkopf! Ja, ich bin ja dabei, aber du haust den mal ab! Wo bist du überhaupt? Dem Laser. Alle stirb endlich. Okay. Mann. Okay, wo muss ich jetzt genau hin? Wo ist diese Lade? Da vorne, okay. Vorbereitungssequenz abgeschlossen. Lade wird eingesetzt. Habe ich jetzt versagt? Der Rückstoß des Injektors hat meine internen Systeme überlastet. Nicht schon wieder. Versuche, Okularsysteme wiederherzustellen. Wir haben die Faltwaffe mit allem Bescheid. Okularsysteme reaktiviert. Der Analyse in Folge ist ein Ruf die einzige Option. Warnung. Feindheiten geordnet. Warnung. Feindheiten geordnet. Oh nein. Heute ist dein Glückstag, du Held. Ich werde dich nicht töten. Ach, danke. Ich arbeite nicht umsonst. Aber du wirst mich auch nicht töten. Hier, hast du? Hast du dir verdient. Danke. Dieser Vanguard-Titan ist immer noch da drin. Nicht mein Problem, Marder. Das hätte in meinem Vertrag stehen sollen. Ich muss mich mit Leuten treffen, die Geld haben. Was soll das werden? Was zum Teufel soll das werden? Der Analyse zu folgen ist ein Wurf die einzige Option. Der Wurf die einzige Option. Der Analyse zu folgen ist die Option.
Zufall ist ein Wurf, die einzige Option. Zufall ist ein Wurf, die einzige. Dann wirf mich. Du hast die Erlaubnis, wirf mich. Ich brauche Ihre Hilfe. Meine Autonavigationssysteme sind offline. Bringen Sie mich zu der Injektoreinheit. Wir müssen das zusammen machen. Okay. In der Lage sein, die Lade im Zentrum der Faltwaffe zu destabilisieren. Was meinen Sie? Wir können sprechen. Sende Koordinaten für ein Bundesschiff treffen. Koordinaten erhalten, wir werden da sein, aber ich weiß nicht, wie Sie das schaffen wollen. Vertrauen Sie mir, ich habe es berechnet. Ich habe es berechnet. Das will ich verdammt nochmal hoffen. Sie sind unterwegs. Viel Glück, euch beiden. Breakdown. Okay. Oh Mann. Werden wir jetzt abgeschossen? Keine Angst, BT. Ich gehe nirgendwo hin. Verstanden, Pilot. Oh oh. Okay. Protokoll 3. Piloten beschützen. BT, was hast du vor? Vertrauen Sie mir. BT! Nein, er opfert sich. Ich hab's befürchtet. Cooper, wir haben die Signal verloren. Sind fast da. Cooper, ich markiere die Koordinaten auf Ihrem Herd. Der Evakuierungspunkt könnte in der Luft sein. Wir können hier nirgends landen. Oh Mann. Wenn ich durch diese Scheiße fliege, solltest du lieber pünktlich sein, Kleiner. Vorwärts, Pilo. Ja, ich mach ja schon. Lass mich doch etwas trauern. Verdammt. Ja, ich bin unterwegs. Ist gar nicht so einfach hier, verdammt. Ich weiß nicht, ob es sich schon gemerkt hat, aber da schweben die ganze Zeit Steine durch die Gegend. Schweben nämlich. Okay, wow. Oh Mann. Okay. Stress. Ich bin unterwegs. Die redet das so groß, das ist gar nicht so einfach. Sichtkontakt. Wow. Na los, Pilo. Vater, hol uns hier raus. Festhalten. Das soll die Rettung des Planeten sein? Ich glaube nicht. Das war mal Harmony. Pilot Cooper. Ja? Eine Menge Leute verdanken Ihnen ihr Leben. Danke. Und BT. Butler, nimm Kurs auf Harmony. Bring uns nach Hause. Ach so, das war gar nicht Harmony. Oder doch? Unter Flotte hier Harmony Command. Schön, Sie wiederzuhaben. Willkommen zu Hause. Die Zerstörung von Typhon hat den Planeten Harmony gerettet. Die Miliz bezeichnet diesen Planeten als Hauptquartier, aber Millionen andere nennen ihn Heimat. Commander Briggs sagt, ich komme zum Marauder Corps und kriege einen neuen Titan. Nachdem die Techniker die letzten Spuren meiner Neuralverbindung mit BT entfernt haben. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlen wird, einen neuen Titan zu kriegen. Irgendwie mochte ich den alten. Großartige Leistung auf Typhon, freue ich an. Hier ist Pilot Jack Cooper. Melde mich ab. Okay, Freunde, das war's. Das war Titanfall 2. Also zumindest die Singleplayer-Kampagne. Und ich bin echt positiv überrascht. Sind wir das? Wir können uns nur in Zeit bewegen, wirklich. Wir sind einfach episch. Ja, also ich bin echt überrascht, wie gut die Singleplayer-Kampagne war. Weil ich mag ja grundsätzlich so Spiele, wo man Mechs steuert. Das liebe ich. Und ich finde es schade, dass es in letzter Zeit zu wenig davon gibt. Und war umso froher? Handshake in Zeitlupe. Und war umso froher darüber, dass wir jetzt mit Titanfall 2 wieder ein Spiel bekommen haben, wo es Mechs gibt und endlich auch wieder eine coole Singleplayer-Kampagne. Nur leider sehr kurz.
Wie lange war das jetzt? 4-5 Stunden? Vom Gefühl her? Ich habe keine Ahnung. Aber es gibt ja noch den Multiplayer-Modus, den ich noch spielen möchte. Ich weiß nur noch nicht, ob ich ihn jetzt auch aufnehmen werde oder einfach nur streamen. Das muss ich noch entscheiden. Oder schreibt es mal in die Kommentare, was wollt ihr denn sehen? Wollt ihr überhaupt Single-Multiplayer sehen? Soll ich davon was aufnehmen? Oder soll ich einfach mal einen Stream davon machen? Was ich sehr schade finde, und das habe ich auch schon angesprochen, dass ich ein bisschen die Befürchtung habe oder die Angst habe, dass Titanfall 2 so ein Nischenprodukt bleibt, das eben EA nicht auf diese Marke setzen möchte. Was echt schade wäre, weil sie haben damit eine Marke, die einerseits frischen Wind in das Genre bringt, mit dem Titan-Gedöns, und es schadet dann nicht, wenn man noch eine zusätzliche Marke nicht ausschlachtet, das um Gottes Willen bitte nicht. Habe ich jetzt zweimal um Gottes Willen gesagt? Ich glaube ja. Zu Recht, wie ich finde. Ich mache jetzt gerade alles in Zeitlupe, das ist so episch, einfach nur cool. Und um seine Frage zu beantworten, wie es wohl sein wird, wenn man einen anderen Titan hat als BT. Scheiße, weil BT war ein Freund. Er hat uns des Öfteren den Arsch gerettet. Und er hat uns geworfen, wie uns noch nie zuvor ein Titan geworfen hat. Matthew Mercer war Jack Cooper. Und er schaut gerade echt unheimlich in die Kamera. Bin gespannt, ob da noch eine Szene zum Abschluss kommt. Mann! Das war ein Teil von BT. Glenn Steinbaum. Kommt er vielleicht wieder, BT? Ist es jetzt, weil das ist ja jetzt danach und das scheint so wie der Kern zu sein. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel gefunden habt. Hat euch die Singleplayer-Kampagne gefallen? Was hat euch ganz besonders gefallen? Was hat euch eher so weniger gefallen? Also wie gesagt, ich war echt überrascht, wie abwechslungsreich das Ganze war. Angefangen bei der ganzen Dynamik zwischen Bosskämpfen und zu Fuß unterwegs und Titan-Spiel-Szenen bis hin zu dem ganzen mit dieser Zeitsprung-Mechanik. Das hat mir so gut gefallen. Schade, dass es nur so kurz war. Und jetzt auch zum Schluss diese ganze Szene mit den Schiffen und wo man da durch die Gegend gesprungen ist. Das war schon sehr geil. Ash, hi. Ich liebe dich immer noch. Dich kenne ich schon, aber du bist mir irgendwie egal. Die ganzen Bösewichte. Stimmt, das war der erste Bösewicht, den wir besiegt haben. Aber das ist doch Kane, oder? Der da jetzt zu sehen ist, oder ist das nicht Kane? Oder irre ich mich gerade? Wer warst du denn nochmal? Ach ja, das war Richter, stimmt. Tja. Alle sind... Die sind jetzt aber eigentlich alle tot. Warum stehen die jetzt da? Ach, die haben das überlebt. Das waren nur ein paar Kratzer. Und du warst die Olle, die BT vernichtet hat oder für sein Ende gesorgt hat. Sloan. Ich hasse dich, Sloan. Aber auch in dich bin ich ein klein wenig verliebt, wenn ich ehrlich bin. Aber sonst hasse ich dich. Ich bin ja gespannt, ob es irgendwann mal einen dritten Teil davon gibt. Und dann hoffentlich mit einer längeren Kampagne. Weil die haben so viele geile Möglichkeiten mit dieser ganzen... Mit der Mechanik und mit der Story und so weiter, dass die richtig coole Sachen machen. Hi, ihr beiden. Bear, wer war Bear? Ich kann mich nicht mehr an Bear erinnern. Wahrscheinlich irgendwelche Soldaten. Namenlose Soldaten, die im Krieg gefallen sind. Keiner wird sich an sie erinnern. Keiner. Außer die Mami von denen. Und Papi vielleicht. Und der Hund. Ja, ich lasse jetzt die Credits einfach zu Ende laufen, verabschiede mich an dieser Stelle und ja, wie gesagt, ich bin gespannt, ob noch was zum Schluss kommt. Sehen wir dann ja. Außer jetzt die ganze Zeitlupen-Mechanik. Die Musik hat mir übrigens auch sehr gut gefallen, also der Soundtrack war sehr episch und hat immer ziemlich gut zur Situation gepasst. Gut, die Story war jetzt nicht unbedingt so, dass man sagen würde, wow, das ist bahnbrechend. Ist ja schon sehr typisch gewesen, aber ich mag ja Zeitreisen generell sehr gern, das Thema. Und deswegen hat mir das eben so gut gefallen mit diesem kleinen Abschnitt mit den Zeitreise-Elementen. Das war echt das, was mir am besten gefallen hat an dem Spiel. Weil man sich so übermächtig fühlte. Vor allem, weil das eben für die ganzen Soldaten sehr komisch aussehen musste. Stellt euch vor, auf euch rennt einer zu und plötzlich ist er weg und steht hinter euch und tötet euch einfach. Ich meine, stellt es euch nicht vor, vor allem wie auch, wenn ihr da tot seid, dann könnt ihr euch gar nichts mehr vorstellen.
Aber ihr wisst, was ich meine. Diese hatte was von Teleportation, aber es war im Zeitreisen. Das war cool. Weil die wussten ja nicht, dass ich durch die Zeit reise. Sie haben ja nur gesagt, ich bewege mich komisch. Sorry, Mann. Ist mir angeboren. Eigentlich wollte ich ja die Folge beenden. Irgendwas wollte ich, aber eigentlich wollte ich noch was sagen. Weil, was ich ja auch ein bisschen komisch finde, ist, den Release-Zeitraum haben sie echt komisch gewählt. Weil eben Battlefield 1 ist ja rausgekommen jetzt, dann kam kurz danach das hier raus, Titanfall 2, und jetzt kommt ja demnächst das neue Call of Duty, oder ist es schon raus? Ich habe keine Ahnung, ich spiele kein Call of Duty. Also die haben das so in die Mitte reingequetscht und das finde ich falsch. So ein Spiel, wenn es einen Namen hat, den man jetzt nicht auf den ersten Blick sofort kennt, dann kann man doch nicht einfach zwischen zwei großen Titeln irgendwie reinquetschen. Und das ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, ich habe das Gefühl, dass EA nicht an den Titel glaubt, dass die einfach das Spiel rausbringen wollten, ohne an einen Erfolg zu glauben. Vielleicht bilde ich es mir nur ein. Ich bin gespannt, wie sich's verkauft. Also mindestens ein Stück haben sie verkauft, das habe ich. Keine Ahnung, ob es noch mehr gibt. Ich denke aber schon. Nur, EA sollte echt drüber nachdenken, aus der Marke mehr zu machen, als bloß diese stiefmütterliche Behandlung. Das kommt mir ein bisschen komisch vor. Vor allem, es ist ja richtig viel Herzblut reingeflossen. Ich finde jetzt nicht, dass das Spiel irgendwie lieblos wirkt. Ganz im Gegenteil. Da steckt richtig viel Arbeit dahinter. Ja gut, das steckt wahrscheinlich hinter jedem Spiel. Und ich muss dazu sagen, ich spiele ja meistens so Indie-Games. Ich bin es jetzt nicht wirklich gewohnt, so ein Game aufzunehmen. So ein AAA-Titel, wie man so schön sagt. Nur, es kommt auch selten was raus, wenn ich ehrlich bin, was mich so interessiert, dass ich es aufnehmen möchte. Meistens sind es dann eher so die Rollenspiele und die sind ja auch meistens so Mammutprojekte, wo ich mir dann denke, nee, ich mache jetzt kein Let's Play mit mehr als 100 Stunden. Das wäre ein bisschen aufwendig. Außer ihr wollt das. Aber ich glaube nicht, oder? Oder wollt ihr sowas? Ich habe keine Ahnung. Und das war jetzt Typhon und nicht Harmony, was explodiert ist. Das heißt, wir waren ja die ganze Zeit auf Typhon, das habe ich ganz vergessen. Sie wollten ja Harmony zerstören und waren unterwegs mit der Lade dorthin, was wir dann verhindert haben. Heißt das jetzt eigentlich, dass das IMC vernichtet ist? Weil wenn dort das die Hauptbasis von denen war und der Planet jetzt eigentlich im Arsch ist, müsste doch das IMC zersplittert sein und uns geschwächt sein. Vielleicht war es das mit dem IMC. Wer weiß. Aber ich glaube, ich sollte wieder öfter so Shooter spielen. Also zumindest Shooter, die eine coole Geschichte erzählen. Und vor allem, was mir gefällt, und deswegen spiele ich zum Beispiel auch kein Call of Duty und so Sachen, oder auch zum Beispiel kein Battlefield, wobei es würde mich schon irgendwie reizen, aber ich mag ja Shooter gerne, die sich selbst nicht zu 100% ernst nehmen, sondern die eben ein bisschen Elemente einbauen, wie zum Beispiel das hier mit den Anzügen und mit dem Herumgesprengsel. Finde ich schon sehr cool, aber wie hieß das ein Spiel damals? Das habe ich auch aufgenommen, aber ganz, ganz, ganz lange her. Da konnte man auch sehr viele Menschen töten, mir fällt es gerade nicht ein. Kommt jetzt noch was? Oh, oh. Was war das? Heißt das, dass BT mit uns versucht hat, Kontakt aufzunehmen? Kann das sein? Weil wir wissen ja nicht, was mit ihm passiert ist. Wir haben nicht seinen Tod gesehen. Und meistens, wenn man den Tod nicht sieht, lebt er oder es noch. Ich bin gespannt. Ja, mir fällt jetzt gerade nicht ein, wie der Titel von dem Spiel heißt, was ich gerade meine. Aber egal. Jetzt werde ich die Folge beenden. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Spiel gefunden habt. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem anderen Video von mir. Mein Name ist Taco. Danke fürs Zusehen. Macht's gut.